In den zwei Hallen der Fitness and Health in Utrecht traf sich die holländische Fitnessbranche, um sich über die aktuellen Trends, Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Im Mittelpunkt stand unter anderem sicherlich Johnny G's Crank Cycle von Matrix. Die Group-Fitness-Demonstration des Kulttrainers machte den Zuschauern schnell die Einsatzmöglichkeiten des, direkt übersetzt, Kurbelfahrrads deutlich. Doch Johnny G empfiehlt ergänzend die Kombination mit dem klassischen Bike in sogenannten Fusion Classes. Mit dem Bike hast du dasselbe Feeling. Du entwickelst große Energie, das High-End-Feeling also. Oder du startest mit moderater Energie auf deinem Bike oder Crankcycle. Du siehst es da drüben. Diese Leute haben bereits das Crank-Feeling und du siehst den Rhythmus. Sie tanzt. Das ist eher der High-End-Level. So they dancing and it's more higher level. Die Instruktorenausbildung für Deutschland übernimmt übrigens die Group Fitness Organization von Andreas Fischer und seinem Team, die bereits seit langem erfolgreich die Ausbildung der Indoor Cycling Group organisiert. Da wir Experte im Gruppenfitnessbereich sind und Cranking im System auch gruppendynamisch durchgeführt werden kann, da werden wir es auch schwerpunktmäßig positionieren. Es sind auch sogenannte Fusion Classes geplant, das heißt, wir werden Cranking Classes als auch Indoor Cycling Classes miteinander verbinden, um Cranking und Cycling gemeinsam erfolgreich am Markt zu positionieren. Also die Grundlage der Zusammenarbeit ist gestellt. Wir werden bis Ende des Jahres komplett das ganze Ausbildungsprogramm von Cranking fertig haben, das heißt die Manuals, die verschiedenen Stufen. Wir nehmen dafür das ganze Trainingswissenschaftliche, das wir natürlich aus Amerika von Johnny G direkt erhalten, passen es etwas an den deutschen Markt an und dann ab Januar geht es gemeinsam mit dem Vertrieb in Deutschland los. Gut, wir werden natürlich als Group Fitness Experten den Vertrieb des Johnny G Crankcycles bei Matrix mit unserem Tomahawk Verkaufsteam in Deutschland unterstützen. Das hört sich sehr spannend an. Wann soll es denn auch damit losgehen in Deutschland? Wir werden ab sofort das Crankcycle auch mitverkaufen. Wann werden die ersten Auslieferungen circa stattfinden am deutschen Markt? Wir rechnen nach Rücksprache mit Matrix mit den ersten Auslieferungen Ende Dezember. Aus Sicht der Cranking-Profis bietet das Crankcycle dem Clubbetreiber eine ganze Menge Vorteile. 20 Minuten Bike, 20 Minuten Crankcycle zum Beispiel. So trainierst du den ganzen Körper. Das ist ein Vorteil, den man als Clubbetreiber gegenüber der Konkurrenz aufbauen kann. Außerdem kann es gut im Marketing gegenüber gehbehinderten Zielgruppen eingesetzt werden. Es ist das erste Fitnessgerät, das ihnen die Integration in die Gruppenfitness ermöglicht. Medical Fitness in Form von Group Fitness, Johnnys Meinung nach bestens geeignet auch für Physiotherapeuten. Ein Thema, das auch im Live-Chat von Bodylife TV auf der Messe in Utrecht über Internet nachgefragt wurde. Anna will wissen, ob das Crankcycle auch in der Physiotherapie eingesetzt werden kann. Das funktioniert fantastisch. Du hast unabhängige Kurbeln, du kannst abwechselnd links und rechts arbeiten, du kannst es auch ganz easy nehmen. Du kannst auch rückwärts kurbeln und du kannst die Sitzfläche mit einem Handgriff ausbauen, sodass das Crankcycle auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Es ist also fantastisch für die Physiotherapie. Natürlich war auch die allgemeine Wirtschaftslage ein Thema unter Ausstellern und Besuchern der Fitness and Health. Dieses Jahr so weit, was wir sehen in der Markt, und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Länder, wo die Industrie etwas weniger bemerkt hat von der Krise. Aber es gibt auch Länder, zum Beispiel wie Ungarn oder Tschechien, wo sie sicher gemerkt haben, dass es eine Krise gibt. Auch es gibt Sektoren in der Markt, die fast nichts bemerkt haben. Also wie zum Beispiel im Public Sector in Spanien und in England gibt es noch immer neue Öffnungen, Trade-outs um die Sache. Im privaten Sektor gibt es doch etwas mehr Schwierigkeiten. Das Team der Bodylife Benelux hatte sich unter Ausstellern wie Besuchern einmal umgehört. Die holländischen Clubs haben das Schlimmste wohl hinter sich. Das Jahr war sehr schwierig, soweit ich dies in der letzten Zeit und auf dieser Messe erfahren habe. Doch es wird jeden Monat besser. Ein Licht taucht am Horizont auf. Das Schlimmste ist wohl vorbei. So, they think the hardest part is done. Auf Herstellerseite sieht es ähnlich aus.
Es gibt nach wie vor etliche, die Probleme haben, aber es gibt auch einige, die ihre Produktionen bereits wieder hochfahren und denen es gut geht. Ich denke, es steht 50-50. Wohin geht es 2010? Ich bin sehr aufgeregt. Bislang sind die Reaktionen auf das Crank Cycle wirklich gut. Wir werden eine Menge verkaufen. Der Indoor Cycling Markt hat verstanden, dass das Crank Cycle in alle anderen Cycling-Klassen integriert werden kann. Ich erwarte viel. Wir werden sehen. Bis jetzt verkaufen wir wie verrückt. I expect a lot. So we will see what happens for next year. Until now. We're selling like crazy, so that's okay. Umsätze werden in der Fitnessbranche lange nicht mehr nur mit Geräten gemacht. Unter anderem die Kleidung spielt mittlerweile eine große Rolle. Und so kommt plötzlich Johnny G's Frau mit ins Spiel. This is my wife, Jody. Das ist meine Frau Jody. Und Jody hat unsere Kleidung entworfen. Falls jemand die Kleidung kaufen will, einfach auf crankcycle.com gehen und Jody G's Boutique aufrufen. Dort gibt es fantastische Kleidung. Unglaublich. Die Inspirationen kamen durch meinen Mann. Ich habe die Kleidung für meinen Mann entworfen, der Rest folgte dann einfach. Die Kreativität kam also von euch beiden? Ja, wir sind nun seit 20 Jahren zusammen. Da ist das ganz natürlich. Im Live-Chat wurden Johnny G natürlich auch ganz persönliche Fragen gestellt. Große gesundheitliche Probleme haben ihm in den letzten Jahren sehr zu schaffen gemacht. Aber jetzt, zusammen mit dem Crank Cycle, ist er wieder voll da. Zumindest beinahe. Das Leben ist wundervoll, auch wenn ich sportlich nicht mehr so performen kann wie früher. Aber mit diesem neuen Konzept teile ich einen Traum mit der Fitnessbranche. Wir helfen den Menschen im Leben, in ihrem Alltag. Das gibt mir das Gefühl, mit meinem Leben etwas Gutes bewirkt zu haben. Ich fühle mich einfach gut als Mensch. Das ist doch alles, was ich mir wünschen kann. This gives me an opportunity to feel that I've done something good with my life and I feel good as a human being. So that's all I can wish for.